Wallets sind im Allgemeinen Möglichkeiten, seine Private Keys zu speichern. Im ersten Teil haben wir die sogenannten Cold Wallets besprochen und in diesem Teil sehen wir uns Hot Wallets an. Dabei handelt es sich um Applikationen, die die Keys auf dem Gerät speichern, welches selbst mit dem Internet verbunden ist. Im Wesentlichen unterscheidet man bei Wallets zwischen Single Coin und Multicoin Wallets, wobei die letzteren die Private Keys für mehrere Coins verwalten und Single Coins lediglich die Private Keys für einen Coin unterstützen. Diese werden oft auch als Core Wallets bezeichnet. Von den Core Wallets gibt es zwei Typen. Der erste Typ, die sogenannten Light Wallets, verbinden sich nur über das Internet mit einer Blockchain, während der andere Typ die komplette Blockchain herunterlädt und sich auf diese Weise synchronisiert. Das bekannteste Light Wallet ist Electrum. Electrum ist ein Standard und Klassiker und ist seit 2011 ein beliebtes Bitcoin Wallet. Der Code ist öffentlich und viele haben daran teil, diesen zu modifizieren und zu verbessern. Aufgrund dessen gibt es für viele verschiedene Coins je eine modifizierte Version von Electrum. Electrum ist für nahezu alle möglichen Plattformen verfügbar. Es wirkt allerdings etwas veraltet und aufgrund seiner weiten Verbreitung sollte man bei Electrum auf Phishing achten und daher Electrum nur von Electrum selbst und nicht aus einer dritten Quelle beziehen. Electrum sehen wir uns jetzt einmal an. Wie wir gesehen haben, können Light Wallets die Private Keys für einen einzelnen Coin oder für mehrere Coins verwalten. Dies sind sogenannte Multicoin Wallets. Dazu gehört zum Beispiel Jax Liberty, welches ich als das praktische Wallet bezeichne. Es wurde 2015 vom Ethereum-Mitbegründer Anthony Diorio entwickelt und unterstützt mehrere Coins, darunter sehr viele Ethereum-Assets. Es hat ein hübscheres User-Interface als Electrum und bietet viele nützliche Funktionen, wie zum Beispiel einen eingebauten Block Explorer. Es ist sowohl mobil als auch für den Desktop erhältlich, hat aber bereits einige Kritik an den Sicherheitsstandards erhalten. Exodus ist das schicke Wallet. Es verwaltet mehrere Private Keys für die wichtigsten Coins, hat ein ansprechendes Design und ermöglicht es innerhalb des Wallets ohne Registrierung zwischen den Währungen hin und her zu tauschen. Der Code ist allerdings nicht 100% offen und es gibt bisher, Stand März 2019, auch noch keine mobile Version. Edge ist der mobile Newcomer und unterstützt nur einige wenige Coins, dafür aber die bekannte Kryptowährung Monero, die von den vorher besprochenen Wallets noch nicht unterstützt wurden. Edge ermöglicht es, Kryptos direkt aus der Wallet über die Kreditkarte zu kaufen, was allerdings mit einigen zusätzlichen Gebühren verbunden ist. Es hat ein ansprechendes Design mit Fokus auf leichte Handhabung und Nutzername-Passwort-Mentalität. Es führt damit automatisch Backups durch und soll für Einsteiger sehr einfach designt sein. Außerdem bietet Edge auch die Möglichkeit, die eingekaufte Kryptowährung online im In-App-Shopping zu nutzen,
Zum Beispiel werden Dienste von Bitrefill unterstützt. Ethos ist das soziale Wallet, das sich nicht nur das Ziel gesetzt hat, ein Wallet für alle Coins zu sein, sondern auch seine Wallet-Adressen mit Social Media Domains zu verknüpfen, statt sich endlos lange Public Addresses zu merken. Ethos verfügt über einen eigenen Token, der in andere besondere Zwecke verwendet werden soll. Neben vielen Tokens und Coins, die unterstützt werden, werden die einzelnen Projekte auch noch von der Ethos Community bewertet und beschrieben. Das Ganze wird abgerundet mit Airdrops, bei denen man gelegentlich für neue Projekte, die mehr oder weniger bekannt sind, auch gratis einige Coins erhält.